So, wir sind wieder da. Christian Knebel ist auch schon im Videostream. Und wir starten jetzt mit dem nächsten Beitrag von Dr. Christian Knebel. Ich habe Christian Knebel auch im Rahmen einer anderen Veranstaltung kennengelernt im Open Roundtable, als es um Open-Source-Lösungen von oder beziehungsweise für Museen ging. Sehr spannend und da kam das ganze Thema ein Ort veröffentlichen Code auf, diese Open-Source-Code-Repository, das mich zum damaligen Zeitpunkt begeistert hat. Und deswegen freue ich mich, dass wir Dr. Knebel heute hier haben, dass er einfach mal ein paar Dinge sagt, wie kann sowas aussehen, wofür ist es überhaupt, worum geht's und wie geht's weiter? Was kann man mit so einem Open Source Code Repository tun? Herr Knebel. Ja, hallo zusammen. Gerne auch beim Du, Christian. Dann ist es nicht so formell. Danke, Rico, für die nette Einleitung. Ich sage auch noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Baujahr 79, zwei Kinder, wohne in Düsseldorf und habe da auch eine Firma, die Public Plan GmbH. Wir machen Software für die öffentliche Verwaltung und im Speziellen eben Software mit sehr, sehr, sehr großem Open-Source-Bezug. Und das ist auch der Grund, warum wir Mitglied der OSBA sind und warum ich in dem ein oder anderen Thema mich ein Stück weit mit engagiere. Meine Historie ist recht bunt. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert, wollte der IT entkommen damals. Das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da wollten alle mit Startups groß rauskommen und dazu braucht man eben ein Wirtschaftsstudium. Ich habe es trotzdem von der IT nicht weit weggeschafft. Ich kenne mich mit elektronischen Vergabeverfahren aus, also Vergaberecht in der öffentlichen Verwaltung. Da war ich 8, 9 Jahre lang tätig. Habe dann nebenher promoviert zur Bewertung von Kunst. Das ist die Verbindung, warum ich bei dem Museumstag, den Rico erwähnt habe, immer noch ein bisschen Museumsherz in mir schlägt. Und aber auch da hat die IT mich nicht verlassen. Und jetzt seit 10 Jahren bin ich eben bei der Public Plan der Geschäftsführer und kümmere mich hier um die digitale Verwaltung. Und das ist auch schon ein bisschen die Überleitung hier in das Thema, ein Ort für öffentlichen Code. Mit öffentlichem Code ist tatsächlich Softwarecode gemeint, den die öffentliche Verwaltung erzeugt, einsetzt und weiterentwickelt. Ich versuche euch in ein paar kurzweiligen Folien, ich glaube 6 oder 7 sind es, ein bisschen ins Thema einzuführen und ich denke, wie auch gerade schon mitbekommen, ist am Ende die Frage-Antwort-Runde sicherlich für viele von euch besonders spannend. Aber starten wir mal ins Thema. Open Source oder Floss oder Loss, ihr entschuldigt, dass ich das etwas unsauber verwende, das ist politisch recht relevant. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, wenn ihr Zeitungen lest, Fernsehen schaut, das ist mehr geworden in den letzten Jahren und das ist nicht nur so ein Aufmerksamkeitsthema, dass wir da alle mehr drauf gucken, sondern es ist tatsächlich bei ganz vielen Leuten in der Politik angekommen. Der allererste Punkt, die Deutschen haben die EU-Ratspräsidentschaft jüngst bekommen und da ist eben das Thema digitale Souveränität, zu dem auch Open Source gehört, eins der wesentlichen prominenten Ziele im Programm der Ratspräsidentschaft. In Deutschland selbst, wir haben einen sogenannten Bundes-CIO, der sich also für die IT-Themen für den Bund verantwortlich zeichnet. Das ist der Dr. Markus Richter, der ist jüngst neu im Amt gelandet. Der hat einen sogenannten 9-Punkte-Plan veröffentlicht. Könnt ihr gerne mal nachsuchen im Internet. In dem 9-Punkte-Plan, das ist relativ revolutionär, ist einer der Punkte explizit die Benennung von Open Source. Und das wird da in direkte Verbindung mit digitaler Souveränität quasi in einem Punkt aufgeführt. Das ist vorher so noch nie passiert, weil die öffentliche IT eigentlich dominiert ist, wie ihr alle wisst, von proprietären und lizenzpflichtigen Software-Systemen. Der dritte Punkt, ganz aktuell, Corona, auch hier darf es nicht fehlen. Im Rahmen von Corona ist ja ein sogenanntes Konjunkturpaket beschlossen worden. Und im Konjunkturpaket ist ein Punkt relativ prominent drin, in dem es darum geht, 3 Milliarden Euro bereitzustellen für die Verwaltungsdigitalisierung und in den Bedingungen, die hat dann der IT-Planungsrat beschlossen, hier das Kürzel ITPLR, in den Bedingungen ist dann weiterhin ausformuliert worden, wenn man an dieses Geld möchte vom Konjunkturpaket, muss man das als eine der Wege über Open-Source-Software tun.
tun. Auch das relativ revolutionär, das hat sich vorher auch noch keiner getraut, festzuschreiben, dass wenn man an Geld möchte über dieses Konjunkturpaket, dass Open Source da eine zu fördernde, valide Option ist, das zu tun und dass der Bund diese Art von Projekten auch besonders positiv betrachtet. Jetzt habe ich von ganz oben quasi EU-Bund kommuniziert. Nicht unwichtig, auch aufgrund der Anzahl und der Relevanz in Deutschland sind natürlich die Kommunen, Kreise und was alles dazugehört. Auch dort gibt es zahlreichste Open-Source-Bestrebungen, die in den letzten Monaten auch im Kontext von Corona aufgepoppt sind. Da sind Verbände wie der KDN hier in Nordrhein-Westfalen zu nennen, Initiativen wie die DOFOS, aber ihr alle werdet auch die Beispiele aus Ulm kennen, Thema Big Blue Button, benutzen wir ja auch hier dankenswerterweise gerade. Und es gibt da noch viele, viele andere Kommunen, die sich mit vielen einzelnen Leuten, die sich mega engagieren, Gutes tun im Kontext von Open Source. Auch das poppt immer prominenter in der Presse hoch und ist sehr relevant. Und nicht zuletzt ist wahrscheinlich heute schon ein paar Mal gefallen, das Stichwort Gaia X, Sovereign Cloud Stack und Co. wird nachher noch ein Thema sein. Auch da spielt natürlich Open Source eine maßgebliche Rolle, um letztlich Gegengewicht zu den typischen Anbietern aus USA und China zu schaffen. Also Open Source ist mega, mega relevant, nicht nur allgemein für die Wirtschaft an sich, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung ist das Thema aktuell eins der heißesten Themen, die man so haben kann. Die generellen Vorteile von Open Source, da springe ich ein bisschen drüber. Hier sind Profis unterwegs, ihr wisst das alle. Die Folien werden im Nachgang bestimmt auch bereitgestellt. Ihr wisst links, dass man natürlich mit Open Source digitale Souveränität erreichen kann. Das ist eins von vielen Wegen, die man da gehen kann. Ihr wisst, dass Open Source bei Zusammenarbeit dazu führt, dass man letztlich geteilte Probleme hat, die man zusammen schneller löst. Auch wenn der Mythos oft anders lautet, Open Source erzeugt unterm Strich meiner Meinung nach höhere Qualität und Sicherheit in Softwareprodukten. Die Zusammenarbeit, die in Open Source erfolgt, erzeugt in sich durch die Arbeit an sich offene Standards, Dokumentation und Schnittstellen. Das ist der komplette Gegenentwurf zu proprietärer Software, wo man ja oft kämpfen muss, dass man offene Schnittstellen bekommt. Open Source hat schnellere Innovationszyklen, werte ich hier mal positiv. Open Source ist anpassbar und skalierbar, das sind ja auch die wesentlichen Assets davon. Und nicht ganz unwichtig, auch im Zuge der Datenschutzdiskussion, ist die Kontrollierbarkeit der Algorithmen und der konkreten Implementierung von Datenschutzmaßnahmen. Und das ist natürlich, um wirklich digital souverän zu sein und auch die Einhaltung beispielsweise der DSGVO zu prüfen, ist das äußerst relevant. Aus Sicht der öffentlichen Verwaltung addieren sich da noch ein paar weitere Vorteile dazu, die Open Source mit sich bringt. Das Thema Gemeingut. Ich weiß nicht, wer von euch volkswirtschaftlich bewandert ist. Gemeingut heißt letztlich, wir alle zahlen Steuern für bestimmte Dinge. Ich sag mal die Straße, weil wir hier in Deutschland sind. Das ist ein schönes Thema. Und weil wir eben dafür alle Steuergeld bezahlen, ist es unser gutes Recht, dass wir kostenfrei auf diesen Straßen unterwegs sind. Und letztlich gibt es ganz viele Initiativen, auch im Kontext Public Money, Public Code beispielsweise, die Meinung, die vollkommen richtige Meinung vertreten, dass wenn öffentliches Geld benutzt wird und damit Software geschaffen wird, dass die Software natürlich auch Open Source sein sollte, weil wir letztlich, so der Umkehrschluss, eigentlich durch unser Steuergeld diese Software ja alle bezahlt haben und es keinen guten Grund geben kann, die nicht auch zu veröffentlichen. Ein sehr technischer Aspekt ist der Punkt der Nachnutzung. Ihr wisst, Deutschland ist föderal aufgestellt, jede Kommune, jedes Bundesland ist relativ unabhängig, gerade im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Das führt leider dazu, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, auch in IT-Projekten und dadurch natürlich viele Dinge redundant und im Wettbewerb zueinander entstehen. Wenn diese Software, die da redundant und im Wettbewerb entsteht, Open Source wäre, könnte man viel eher das Thema Nachnutzung ermöglichen, heißt Kommune A entwickelt was, Kommune B kann es auch benutzen, installieren, verändern und letztlich ist das auch der dritte Punkt, unkomplizierte Kooperation über Organisationsgrenzen hinweg. Man könnte eigentlich das vorhandene Geld poolen und sinnvoll zu größeren Open-Source-Projekten zusammenführen, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder im Worst Case jeder eigene proprietäre Software beschafft und damit nur einen glücklich macht, nämlich den Softwarehersteller. Das gerade schon angerissene Geben und Nehmen, also nicht nur ich nehme Open-Source-Software, sondern ich gebe auch zurück, was ich daran verändere, optimiere, erweitere, spart unterm Strich letztlich Steuergelder. Auch das ist unser aller Interesse.
Und letztlich schafft man damit, das ist hier nicht aufgeführt, natürlich auch Dynamiken in ganz anderen Sektoren. Also wenn so eine Lösung wie BigBlueButton, was hier gerade benutzt wird, durch Staatsprojekte verbessert wird, entsteht da besserer, schnellerer, einfacher zu installierender Quellcode beispielsweise. Und das hilft eben nicht nur dem Staat, Steuergelder zu sparen beim Einsatz von Videokonferenzsoftware, sondern das hilft eigentlich auch den Unternehmen, die ebenfalls auf diese Software zugreifen können, sinnvolle Alternativen in Betrieb zu nehmen zu eben den großen dominierenden Cloud-Anbietern. Höhere Umsetzungsgeschwindigkeit ist auch ein wichtiger Aspekt für den Staat. Ihr wisst alle, dass wir relativ weit hinterherhinken, was die Digitalisierung betrifft. Und deswegen tut es eigentlich Not aus Sicht vieler Betroffener, also Bürger insbesondere, dass der Staat sich schneller digitalisiert. Und Open Source kann eben ein Weg sein, sich schneller zu digitalisieren, weil man eben aus den Geschäftsinteressen der großen Firmen und der proprietären Anbieter ein Stück weit sich entkoppelt. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist Open Source eigentlich im öffentlichen Sektor noch nicht so weit? Woran hapert es eigentlich, dass das nicht entsteht, was ich gerade schön beschrieben habe? Auf der Folie hier seht ihr jetzt quasi die Probleme und gleich verbunden mit einem Lösungsansatz, die alle mit dem Projekt Ein Ort für öffentlichen Code angegangen werden soll. Ein Punkt 1 unserer Analyse ist, dass viele Lösungen vorhanden sind, aber es schlichtweg an Transparenz und Sichtbarkeit der guten Open-Source-basierten Lösungen, die im Staatseinsatz sind, mangelt. Letztlich ist jede Behörde dann doch sich selbst die Nächste, macht da sicherlich gute Dinge, aber das irgendwo zu listen, transparent zu machen und zu sagen, naja, wer macht eigentlich mit welcher Lösung schon was, mit wem kann ich sprechen, um da etwaige Synergien zu heben, das ist eine ganz simple Randbedingung, an der es tatsächlich mangelt, weil es keine Transparenz über vorhandene Lösungen gibt. Heißt, eins unserer Ziele ist es, diese Transparenz für Staatslösungen herzustellen. Der zweite Aspekt geht damit schnell einher. Wenn man Transparenz schafft, entsteht sowas wie eine Community, die letztlich öffentliche verwaltungsspezifische Themen bearbeiten kann und damit auch den Austausch untereinander befördert. Auch das ist, ja, es gibt Open-Source-Communities, die haben ganz viele breit aufgestellte Themen. Der Staat hat im Kontext Open Source aber oft auch sehr spezifische Themen zu lösen. Zum Beispiel, wie beschaffe ich das? Wie beauftrage ich sinnvoll Firmen? Aber es gibt auch Funktionen im Softwarebereich, die sehr staatsspezifisch sind, wo sich eben die weltweite breite Community so per se nicht für interessiert und auch nicht findet. Und der zweite Angang ist letztlich bei so einem Ort für öffentlichen Code, dass wir überlegt haben, dass es sinnvoll wäre, eine Community zu unterstützen und zu schaffen, die sich mit Themen der öffentlichen Verwaltung im Speziellen beschäftigt, weil das eben doch eine sehr spezifische Nische ist. Der dritte Teilbereich ist der Aspekt der Rechtssicherheit. Einige von euch werden sicherlich schmunzeln. Ihr kennt das auf GitHub, das ist ein bisschen wilder Westen für Quellcode. Man kann sich nie sicher sein, ist das, was ich da runterlade, compliant? Hat das nicht doch irgendwer von irgendwem kopiert und gibt das jetzt als sein eigenes aus? Es gibt auch ganz praktische Gründe, wenn ich in der öffentlichen Verwaltung arbeite und zum Beispiel Code auf GitHub ablegen möchte, dann muss ich mir ein Konto eröffnen auf GitHub. Da stolper ich dann über 70, 80 Seiten englische AGBs und ob ich das jetzt im Staatsdienst, im Auftrag meines Dienstherren quasi einfach wegklicke und akzeptiere, das ist eine sehr spannende Frage. In der Realität macht das keiner. Und das führt dazu, dass ganz simpel auch einfach der Platz und der quasi der Ort fehlt, auf dem ich Code rechtssicher ablegen kann. Und mit dem rechtssicheren Ablegen einhergeht natürlich auch der rechtssichere Abruf. Heißt, aus Staatssicht ist GitHub zu sehr wilder Westen und es schreit eigentlich nach einem Ort, wo man letztlich in einer etwas gesicherteren Umgebung, die vielleicht auch dem deutschen oder europäischen Rechtsraum konformer ist, wo es mir also auch leichter fällt, AGBs zu akzeptieren und die Bedingungen zu verstehen, unter denen ich da arbeite. Das ist Punkt 3. Und Punkt 4, es gibt rund um Open Source die wildesten Mythen in der öffentlichen Verwaltung. Fängt an bei Open Source ist unsicher, weil ich kann ja den Quellcode einsehen und hört irgendwie auf bei, ich darf Open Source gar nicht ausschreiben. Das ist alles Quatsch, das beweisen ganz, ganz, ganz viele gute Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung. Aber darüber transparent aufzuklären und tatsächlich die Leute auf den Stand der Dinge zu holen und quasi denen das beizubringen, damit sie das auch vertreten können und entscheiden können. Das ist ein viertes, sehr wichtiges Ziel, was letztlich der Ort für öffentlichen Code
erlangen soll. Dahinter, deswegen hier so ein bisschen schräg gequetscht, steckt letztlich abstrakt die digitale Souveränität des Staates zu erlangen. Ich glaube, das könnte aber einsortieren, wenn ich das jetzt quasi in meine vorigen Worte einbette. Ja, worum geht's jetzt genau beim Ort für öffentlichen Code? Es geht eigentlich um 3 bzw. 4 Elemente. Ihr habt es vielleicht schon ableiten können aus meinen Worten. Diese Elemente sind relativ leicht hergeleitet. Ich fange mal beim offensichtlichsten an, bei der Code-Plattform. Letztlich ist der Ort für öffentlichen Code am Ende sowas wie ein GitHub. Also GitLab werdet ihr alle kennen, kann man selbst betreiben, sieht ganz ähnlich aus. Es braucht einfach die Server, die groß genug sind, die skalieren, wo ein Git-fähiges System draufläuft, was entsprechend die Codeablage und die Kollaboration nach Git-Prinzipien ermöglicht. Nicht ganz unwichtig in dem Rahmen sind, habe ich schon erwähnt, dass man sich über ein Code of Conduct und ein Contributor Agreement Gedanken macht, um letztlich denen, die auf der Plattform sich tummeln, auch die Regeln, die Spielregeln klar zu machen und letztlich sich auch abzugrenzen gegenüber den großen weltweiten Plattformen, auf denen so ein Stück weit Wilder Westen herrscht. Letztlich ist die Code-Plattform quasi dafür da, Code abzulegen, auf Code zu kollaborieren oder Code abzurufen und zu benutzen. Ein zweites, nicht ganz unwichtiges Element ist eine Informations- und Dokumentationsplattform. Da soll natürlich zum einen Dokumentation und Informationen zu den jeweiligen Projekten, also zu den Quellcodes, stattfinden. Das ist, wenn man mal als Open-Source-Community auf sich selbst schaut, sicherlich auch eine der Schwächen der Open-Source-Community, dass es an Dokus und Infos immer so ein bisschen schwierig ist. Und die Schwäche ist natürlich aus Sicht der öffentlichen Verwaltung ganz besonders gravierend, weil immer die erste Frage ist, wo ist die Admin-Dokumentation, wo ist die Installationsdokumentation, wo finde ich das alles? Und Projekte, die da eben nicht gut aufgestellt sind, neigen dazu, auch durch das Raster der öffentlichen Verwaltung zu fallen. Deswegen nicht ganz unwichtig, hier da ein Gewicht draufzulegen. Und auf so einer Plattform kann man natürlich auch die ganze Aufklärungsarbeit leisten und letztlich an einem zentralen Ort darüber berichten, was eigentlich mit Open Source in der öffentlichen Verwaltung quasi relevant ist, wichtig ist. Das ist der zweite wichtige Aspekt dieses Ortes für öffentlichen Code. Der dritte Aspekt ist jetzt gänzlich untechnisch. Wir haben in der Verwaltung es mit vielen Leuten zu tun, die nicht jeden Tag auf Git operieren und wissen, wie das funktioniert und wie man Quellcodes liest und so weiter und so weiter. Trotzdem hat die Verwaltung natürlich Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Onlinezugangsgesetzes. Das ist ja diese OZG-Abkürzung. Da sollen bis Ende 2022 zahlreiche Leistungen für Bürger und Unternehmen digitalisiert werden und die Leistungen sind kategorisiert. Und aus unserer Sicht ist es quasi, um die Brücke in die Verwaltung zu schlagen für Open-Source-Projekte, unabdinglich zu sagen, in welchem Bereich kann dieses Open-Source-Projekt denn eigentlich konkret helfen. Und das nennt sich dann eben OZG-Themenfeld. Die heißen sowas wie Hobby und Engagement oder Arbeit und Soziales oder Unternehmensführung und Entwicklung. Und im Konkreten sind darin noch ganz viele Leistungen, wie zum Beispiel, ich sag mal was Saloppes, der Antrag eines Angelscheins. Und die Idee ist, über einen Lösungskatalog letztlich auch für den technisch nicht versierten Nutzer Zugang zu schaffen und zu sagen, zeig mir doch mal Lösungen, mit denen ich meinen Angelschein digitalisieren kann. Jetzt ganz plattes Beispiel, ist wahrscheinlich auch vollkommener Quatsch, aber es geht uns da letztlich um verständliche Steckbriefe, steht hier auch zu den Projekten, und um Bezug zur öffentlichen Verwaltung, damit letztlich auch untechnische Leute verstehen, was für Open-Source-Lösungen da sind und für was die nützlich sind. Wird also ein bisschen die Brücke zwischen Fachexperte und Technikexperte geschlagen über den Lösungskatalog. Die mittlere Säule schwebt so ein bisschen über allem, sicheres Zugangs- und Identitätskonzept. Letztlich geht es ganz platt darum, dass man auf all diesen Plattformen mit einem Login und einer Art von Credentials operieren kann, damit man nicht jedes Mal sich neu einloggt. Das ganze Account-Gehässel, das kennt ihr alles. Also Single Sign-On, ein sehr technisches Ziel. Drüber steckt aber, dass wir natürlich auch anders als auf GitHub erkennen wollen, wer ist dort unterwegs, um letztlich die vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Und letztlich wird man ja auch den Code of Conduct und das Contributor Agreement in irgendeiner Form formalisieren müssen, dass jemand, der da Code bereitstellt oder Code-Patches bereitstellt, entsprechend über einen sicheren Zugang und eine gesicherte Identität
verfügt, um eben tatsächlich zu verhindern, dass dort wieder dieses Wildwest entsteht, wie es auf GitHub der Fall ist. Das ist grob der Gedanke, an dem wir Stand heute dran sind. All das, was ich euch bis heute erzählt habe, ist, und das ist jetzt ein bisschen der historische Rückklapp, das ist entstanden nicht, weil zwei, drei Leute sich zusammengesetzt haben, sondern wir haben eine Arbeitsgruppe im Rahmen der USBA gegründet und haben da einen Schnitt mit 10 bis 20 Personen gemeinsam über fast ein halbes Jahr dran überlegt. Da ist ein Dokument entstanden, das ist quasi das, was ich euch heute erzählt habe, nochmal in schriftlich. Und wir haben dann mit diesem Dokument nach Mitstreitern gesucht. Die Logos, die ihr hier seht, sind letztlich alles Organisationen, die gesagt haben, finden wir gut, wollen wir unterstützen, wollen wir uns beteiligen. Und das ist auch tatsächlich in großen Teilen redundant zu Personen, die sich beteiligt haben am Papierschreibprozess. Insofern auch hier nochmal ein dickes Danke an alle, die geholfen haben und ein noch dickeres Danke an alle, die auch gesagt haben, wir wollen das unterstützen und vorantreiben. Der Kreis ist so illustrer, dass sich tatsächlich aus kommunaler, Landes- und Bundesebene hier alles befindet, was irgendwie zu den digitalen und Open-Source-Vorreitern gehört. Und das ist letztendlich auch der Kreis, mit dem wir in die zweite Phase des Projektes eingetreten sind. Und das dürfte jetzt wahrscheinlich schon die Überleitung zu meiner fast letzten Folie sein. Ich habe es gerade gesagt, wir haben relativ viel und relativ gutes Feedback bekommen auf die Idee. Viele haben ihre Umsetzung oder ihre Unterstützung zugesagt, vom BMI, Städtetag, regionale Dienstleister, Städte, Kommunen. Und letztlich gab es auch von der Politik über alle Parteigrenzen hinweg sehr positives Feedback. Also das Thema scheint sich nicht für politischen Streit zu eignen, sondern ist sehr konsensfähig. Was mich persönlich auch sehr überrascht hat, war tatsächlich über alle gängigen Parteien, die nicht an irgendwelchen extremen Rändern stehen, tatsächlich alle das Thema Open Source irgendwie verstanden haben und auch positiv begleiten möchten. Also sehr, sehr, sehr positiv aus meiner Sicht. Und mit diesem Rückenwind sind wir jetzt gerade dabei in der Arbeitsgruppe an jetzt Neudeutsch an einem Proof of Concept beziehungsweise MVP zu arbeiten. Der soll im Wesentlichen drei Ziele verfolgen. Das erste ist, wir wollen an konkreteren Anforderungen für diese vier Funktionsmodule, die ich beschrieben habe, arbeiten. Da sind wir gerade mittendrin. Wir erstellen gerade User Stories. Wir haben kleine Personas und arbeiten da tatsächlich in Tandems dran, um das zu präzisieren und konkreter zu machen. Der zweite Punkt ist, wir suchen gerade passende Open-Source-Projekte oder ein Open-Source-Projekt, das man exemplarisch auf so einer Plattform quasi einmal durchdeklinieren kann, um daran zu üben, wie es ist und ob das alles funktioniert auf der Plattform. Und Punkt 3 ist letztlich, das ist ein kleines Paradoxon, wir wollen natürlich das, was da an Repository oder Ort für öffentlichen Code entsteht, selbst wiederum frei auf dem Repository bereitstellen. Es ist sicherlich keine Überraschung, dass wir nicht planen, alles neu zu entwickeln, sondern der Gedanke ist wahrscheinlich, eine passende Open-Source-Lösung zu suchen und die zu konfigurieren und anzupassen, eben für die Verwendung auf dem Ort für öffentlichen Code. Aber alles das, was da konfiguriert und verändert wird, soll letztlich wiederum auch frei zur Verfügung gestellt werden, damit wir letztlich auch unserem eigenen Maßstab hier gerecht werden und auch die Nachnutzung und die Mitnutzung dieser Lösung ermöglichen. Wir haben einen kleinen Wunsch. Es wird gerade heiß diskutiert, ob beim Bund ein sogenanntes Zentrum für digitale Souveränität entsteht. Das ist wahrscheinlich ein Thema für 2021. Und wenn man sich jetzt überlegt, wo so ein Code-Repository, wo so ein Ort für öffentlicher Code mal aufgehangen werden sollte, ist es aktuell unser aller Meinung, dass das möglichst eine neutrale Stelle sein sollte, die nicht im IT-Zirkus der Verwaltung eine maßgebliche Rolle spielt, Stand heute. Und da würde sich so ein Zentrum für digitale Souveränität natürlich bestens eignen. Und das ist auch der Punkt, an dem wir gerade mit allen Mitstreitern relativ viel unterwegs sind und quasi darauf hinwirken, dass sich jemand findet, wie dieses Zentrum, der da langfristig auch den Betrieb so eines Ortes und die Begleitung so eines Projektes übernimmt. Ja, ich guck mal. Genau, das ist schon mein Vortrag gewesen. Vielen Dank. Und nicht ganz unwichtig, der Peter, ich weiß gar nicht, ob er heute digital hier ist, der ist auch noch zu erwähnen in dem Kontext, könnt ihr jederzeit ansprechen. Der hat das mit mir so ein bisschen angeschoben und aus Arbeitszeitgründen bin ich dann quasi zum AG-Leiter des Ganzen
geworden. Heißt, wenn ihr irgendwas habt im Nachgang, was heute nicht geklärt werden kann, schreibt eine Mail, ruft an, sucht mich auf Twitter. Ich bin da offen für Gespräche und habe ich jetzt keine Folie für gebaut. Natürlich sind auch Leute, die sich engagieren möchten in der Arbeitsgruppe, herzlichst willkommen. Wen das interessiert, bitte auch mich kurz anpingen, dann landet ihr auf den entsprechenden Listen und Zugängen und bekommt auch die Einladung zur nächsten Arbeitsgruppe, die, glaube ich, nächsten Dienstag stattfindet. Ja, jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht totgequatscht und höre mal, ob Ricos Stimme aus dem Off kommt und ein paar Fragen platziert. Die Stimme aus dem Off kommt. Vielen Dank, Christian, ich greife das du gleich auf. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge an Fragen. Das Thema Open Source Code Repository führt auf jeden Fall zu dem gewünschten Diskurs. Das können wir schon mal sagen.